Hallo und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Prey. Wir sind hier immer noch in den Hardware-Laboren und wir machen natürlich auch selbstverständlich auch weiter und gucken uns hier alles an, was wir finden können. Oh, das hier zum Beispiel. Das hätte ich jetzt fast übersehen. Und ich muss auch diesen komischen Tresor finden. Wo könnte er sein? Warte mal. Das ist seltsam. Hier war ich doch gerade. Ich war doch an dem Tisch schon. Aber das habe ich doch nicht übersehen. Wow. Notiz. Mein Name ist Gluey McGlueface. Na, muss ich zerstören. Das will ich nicht haben. So. Oh. Banane. Banana. 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 So, gehen wir jetzt nochmal dahin. Oh, Sushi-Rallen. Nehme ich mit. Munition nehmen. Die brauchst du nämlich nicht mehr, Schätzchen. Ich trinke mal alles mit. Oh, ich bin voll. So. Was ich essen kann, esse ich. Warum nicht? Also hier ist nichts Interessantes, okay. Aber wo ist dieser Waffenschrank, von dem man geredet wurde? Ich hatte doch einen Code für einen Waffenschrank. Wo könnte er denn sein? Ich hatte einen Code für einen Waffenschrank. Oh. Ich muss irgendwas rausschmeißen aus meinem Inventar. Essen. Hier ist nichts okay. Ich muss irgendwie... Weiß aber nicht wie. Huch. Krankenstation. Yay! Was auch immer ich da rein mitgenommen habe. Beantrage neuen Operator. Transstar Pyramid 490 Medizin Operator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Willkommen im Leben, kleiner Operator. Ich hab dich gesehen, du kleines Mistvieh.
Na, was hast du dich verwandelt? Mistvieh. Mist, ich hab dich doch gesehen. Sag mal, willst du mich verarschen? Ich hatte doch Munition. Moment. Ich habe doch Munition mitgenommen. Jetzt bin ich aber verwirrt. Diagnostiziere blaue Flecken, Abschürfungen, Erschöpfung. Nichts Lebensbedrohliches. Danke dir. Bitte halten Sie still. Es dauert nur einen Moment. So. Alles wieder gut. Sie Danke. Können einen Service-Fragebogen anempfangen. Hey, ich habe doch gerade Munition mitgenommen. Das verstehe ich nicht. Ich habe sie nicht gesehen. Das ist schön. Komm, Ich hatte doch gerade Munition mitgenommen. Wo ist die denn? Hahaha. Ich habe gesehen, wie das runtergefallen ist, Freundchen. Eigendiagnose protokolliert. Beste. Tag. Kohlenstoff. Kathode. Korrosion. Das ist aber krass. Ich hatte doch Munition mitgenommen. Wow. Was für ein Bolzending. Korrumpierte Einheiten. Parallel gesteuerte Prozessoren. Desynchronisiert. Verstanden. So. Oh. Reparieren, rekalibrieren, recyceln. Die Dreiers von Rhabarber. Das werde ich untersuchen. Der Kanzler hat neue Instruktionen gefunden. Nicht bewegt. Reparaturdefinition. Neu vorgegeben. Krass. Oh, sind die Angreifer stark. Was ist das hier für ein Labor? Ah, hier ist der Code dafür, okay. Oh, Moment. 0630. Ich weiß, was ich was verwandelt. Das werde ich untersuchen. Ich habe Probleme gefunden. Der ist in den Kritikkreislauf. Verarsch mich nicht. Ich habe gerade gesehen, was du dich verwandelt hast, du Mistvieh. So. Wollte das Vieh mich einfach verarschen. Tja. Ist ja unglaublich. Hallo Cliff, wir müssen die nachladende Geschwindigkeit der Glukanonen verbessern. Die Aktoren an dem Ding sind so langsam.
Waffen-Upgrades. Nehme ich mal mit. Neuere Mod, nehme ich auch mit. Neuere Mods sind gerne gesehen. Ach, hier hätte ich auch rein können. Von außerhalb, okay. Zack. Teleskop. Der Mond. Schade, dass man das Teleskop nicht ausrichten kann. Da könnte ich ein bisschen mehr sehen. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, hier ist ganz viel Zeug. Blutkanone. Ach, Mann. So. Da oben komme ich nicht rein, ne? Nee. Verdammt. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist, du Mistvieh. Du hast dich in irgendwas verwandelt bestimmt, ne? Warte nur, bis ich dich erwische. Jede Luftschleuse besitzt eine manuelle Verriegelung, die Sie vor einem Weltraumspaziergang deaktivieren müssen. Das ist zwar als Sicherheitsmaßnahme gedacht, aber irrelevant, wenn der Feind schon in der Station ist. Wenn Sie hinausgehen, bleiben Sie in der Nähe. Die Typhon sind vielleicht auch schon im Außenbereich. Nicht vergessen, andere Luftschleusen müssen auch zuerst von innen geöffnet werden. Noch etwas, Sie haben noch kein Antriebssystem. Das brauchen Sie aber zum Manövrieren. Ja. Wenn du mir sagst, wie ich da ankomme... Okay, jetzt habe ich schon mal geöffnet. So, was mache ich jetzt nächstes? Ups. Lesen wir mal die E-Mails. Antwort: Fehlfunktion des Fabrikators. Cliff, danke für die Rückmeldung. Ich übernehme von hier an. Dr. Thorstein. Dr. Thorstein, ich habe den Neuromod-Stempel und Gitter im Fabrikator überprüft und es war alles in Ordnung. Die Komponenten scheinen nicht defekt zu sein. Ich muss daher wohl die ganze Maschine zerlegen. Vielleicht sind der Equis Daten schuld daran, dass es anständig zu Ausfällen kommt. Schwer zu glauben. Equi arbeitet immer sehr sorgfältig, aber wir machen alle mal Fehler. Ich arbeite weiter daran. Möglicherweise lag es auch an der Charge. Waren im letzten Zyklus nicht auch ein paar defekte Elemente dabei? Cliff Lawrence. Fehlende Operatorteile. Mach das. Liegt nicht in meiner Verantwortung, sondern in Morgens. Hast du dich um die Operator-Verteiler-Logs und die fehlenden Teile gekümmert? Jeder Operator auf der Station muss unbedingt erfasst werden. Ich werde nämlich auch gleich an Alex. Die Jägerin ist bereit. Ich glaube, das Ding ist bereit. Ich nenne es Jägerin-Bolzenwerfer. Cliff, mir gefällt deine Idee der kapazitiven Spitzen einer Bolzen sehr gut. Schickst du mir die technischen Daten, dann arbeite ich sie an den Fabrikatorplan der Munition ein. Mit diesen Spitzen kann man jeden getroffenen Touchscreen aktivieren. Ich habe ziemlich viel Müll auf den Fabrikator gesammelt, damit wir einige davon nach der Arbeit herstellen und ausprobieren können. Warte mal, diese Bolzendinger, die ich mitgenommen habe, können Schaltpanel aktivieren? Das wusste ich gar nicht. Oh. Frachtförderung.
Ja, ich habe euch schon gesehen. Mistviecher. Ja, komm her. Wie viele sind noch hier in dem Raum? Wie kann ich diese Dinger reparieren? Da muss ich mal den Neurobot wahrscheinlich reparieren. Ausstatten. So. Wie komme ich jetzt da hoch? P-Funktion. Mist. Und hier ist sowas Radioaktives, glaube ich. Uff. Den habe ich schnell geholt. So. Dieser komische Bolzen, Jägerin-Bolzen. Ich muss da irgendwie hochkommen. Ich brauche den Atax-Fabrikator-Plan. Sonst komme ich offenbar nicht weiter. Oh. Hätte ich das gewusst, dass ich auch hier so rüber kann, dann, ne? Oh, wie komme ich an das Zeug ran? So. Was haben wir hier Schönes? So. Jawohl. Abschnitt. Okay. Erstmal recycle ich hier ein bisschen. Ich habe hier jetzt zu viel Zeug gesammelt. Schrott sammeln. Manchmal sortieren. Übertragen. Dimsum. Übertragen. Zitronen. Ich werde bestimmt keine saure Zitrone essen. Alkohol kann ich eh vergessen. So. Hey, oh. Hi. So. Atax-Betriebssystem. Yes. So. Munition, das brauche ich auch. Medikits, Schrotpatronen. Immer gut dabei.
ich denn noch verbrauchen? Ich glaube, ich werde erstmal alles verschießen, was ich habe. Ja, gut ausgerüstet zu sein. Oh. Ups. So. Ich will gut ausgerüstet sein. Wirklich. Okay, es fehlt mir jetzt. Schrotpatronen fehlen mir. Medikit. Habe ich noch Sachen. So. Was haben wir hier? Dateien. Jägerin Bolzenwerfer. Daten übertragen. Hier mal. Ah, das ist cool. Daten übertragen. Perfekt. Ah, jetzt habe ich mein ganzes Zeug schon ausgegeben. Verdammt. Was haben wir hier? E-Mails. Psychotronik-Satellit. Hallo Franklin, der Satellit, der aktuell in der Werkstatt in der Reparatur liegt, sollte stillgelegt werden. Dr. Kelstrip hat uns allerdings gebeten, alle Elemente des Psychotronik-Transistors zu entfernen, um neuen Satelliten zu installieren. Fragen Sie mich nicht, wofür die gut sind. Ich weiß es nicht. Erledigen Sie es nur so schnell wie möglich. Jetzt habe ich hier... Oh! Ich wusste nicht, dass ich die Material dafür habe. Und Flexibombolzen. Das heißt, ich habe jetzt... Oh, ich habe zweimal, ne? Moment. Ja, ich habe zweimal. Übertragen. Übertragen, so. Oh. Die würde ich gerne haben. Die habe ich einfach aus Versehen mitgenommen. So, was kann ich denn noch reintun? Was brauche ich nicht? Hm. 8 neue Robots habe ich jetzt. Oh, dann wird es Zeit wieder zu upgraden. Ja, das war's dann. Gut, gut. Wie komme ich an der Plattform? Ah! Cool! Das ist ja mal geil. Cool, cool! Ich kann jetzt gleiten. Das ist super. So. Dann werden wir jetzt mal unsere Neuromods benutzen. Neuromods. So. Was können wir machen? Techniker. Ich muss mal meinen Anzug reparieren. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Zerlegen. Du zerlegst Ausrüstung und dann Teil. Okay. Sicherheit. Zähigkeit. Das erhöht deine Gesundheit um 100. Oh. Natürlich gibt es um 25 Jahre. Ausdauerschub. Was haben wir hier? Kampffokus. Lautlosigkeit habe ich noch nicht gemacht. Und Schusswaffen. Erhöht den Schaden von Sicherheitswaffen auf 120% und aktuell. Okay. Was kann ich bei Techniker machen? Werden die ganzen Neuromods nicht alles so viel Geld verbrauchen? Hebelkraft 2 und... Oh, krass. Waffenschmied. Ermöglicht die Verwendung von Bomben. Okay, Reparatur. Anzugmodifizierung. Zerlegen. Wissenschaftler. Hacker. Mediziner. Ach, das hier. Du hast wertvolle Organe aus... Ah, das würde ich gerne haben, weil damit kann ich auch irgendwas machen. Das mache ich jetzt mal. Nekropsie, so, das habe ich jetzt auch endlich. Hacker 2, jetzt brauche ich noch Hebelkraft.
So. Ich komme da immer noch nicht durch, verdammt. Verdammt, ich komme da immer noch nicht durch, ey. Das kotzt mich gerade an. Okay. Eigentlich kann ich diese Nekropsie-Dinger mitnehmen. Was auch immer das ist. Ich gucke mal kurz auf die Karte, ob wir noch was machen müssen hier. Außenbereich. Ebene 2 ist noch was. Werkstatt. Was haben wir denn da noch? Ziel. Ebene B1. Oh, was haben wir denn da? Och. Nehme ich mal mit. Huch. Hier ging auch ein Weg da rein. Cool. Dr. Kalvinus Werkstatt? Da war ich doch gerade erst drin. Was ist das? Ach so. Oh, da war der Roboter. Boah, ich kriege echt Panik, ey. Yay, ich kann diese Nekropsie-Dinger mitnehmen. Dr. Lorenzo Calvino. Irgendwie in die Werkstatt reinkommen. Dr. Lorenzo Calvino. Ja, ich muss aber in seine Werkstatt irgendwie reinkommen, oder nicht? Seltsam. Oh. Beantrage neuen Operator. Transtar Kobolds 410 Technik Operator. Inspektion läuft. Ihr Anzug ist undicht. Ich klicke das Schiff. Fertig. Danke sehr. Endlich mein Anzug wieder repariert. Juhu. Ich halte wieder ein bisschen mehr aus. Ja. Bewege mich. Jetzt ist aber die Frage, wie komme ich in Dr. Calvinos Werkstatt? Das ist doch die nächste Frage, jetzt, die ich mir stelle. Ich müsste da oben jetzt hingehen können. Hui. So, da oben war so eine Luftschleuse. Hallo, schön, Sie zu sehen. Warte mal, wenn ich schon dabei bin. Diagnostiziere blaue Flecken, Abschürfungen, Erschöpfung. Bedrohliches. Entspannen Sie sich. So gut wie neu. Danke dir. Füllen Sie bitte einen Patientenfragebogen aus, damit... Nö, kein Bock. Ja. Wie komme ich da rein? Ist das Dr. Calvino? Weil hier ist auch eine Chipkarte drin, ne? Ich muss da irgendwie in die Werkstatt reinkommen noch. Wie komme ich in die Werkstatt rein? Schön, Sie wiederzusehen.
Echo. So, die Werkstatt war hier, ne? Wie komme ich da rein? Keine passende Schlüsselkarte. Ich muss nämlich da reinkommen. Bewege mich. Das ist gut, dass du dich bewegst. Vorsicht! Wovon? So. Alter, ich krieg hier Angst, ey. Was ist denn hier los? So, da unten komme ich immer noch nicht rein. Warte mal, wenn ich da entlang laufe, komme ich ja da hinten wieder raus. Aber so. Das ist nicht Dr. Calvino. Zack. Gut, würde ich sagen, ich mache da in der Schluss. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.